Hallo und willkommen zu dem Warum-Video. Ich nehme das Ganze jetzt mal auf mit Desktop-Aufnahme auf und das Ganze hat einen Grund. Ich weiß nicht, wie lange das Video wird, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt reden werde, aber ich möchte jetzt erklären, warum ich, obwohl ich Lust habe, YouTube-Videos zu machen, momentan einfach wieder nichts kam, was das Problem ist und so weiter und so fort, wo die Life is Strange Folgen sind, das ist mir, glaube ich, so das Wichtigste. Und wir fangen jetzt mal an. Also, vom Prinzip her ist es so, ich habe Lust, nur ich habe mir selbst viel Druck aufgebaut, denn ich habe immer neue Projekte angefangen und die habe ich nicht zu Ende gebracht und möchte andererseits die Sachen fertig bekommen, fange aber neue Sachen an, denke an die alten Sachen auf und fühle mich einfach selbst so unterdrückt, weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Und eine von diesen Sachen, ich habe mir jetzt einfach eine von diesen Sachen ausgesucht, die versuche euch jetzt mal alle hier zu zeigen, so ungefähr. Eine davon wäre das liebe Cube Chaos Resource Pack. Ich arbeite an einem eigenen Resource Pack, das Ganze nennt sich Cube Chaos, welches ein komplett von mir selbst gepixeltes Resource Pack ist. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ja, ich arbeite echt sehr daran, das zu pixeln. Und ihr seht alle Texturen, die ihr hier seht, die irgendwie umgepixelt wurden, auch die Jukebox, auf die ich sehr stolz bin, die sind alle selbst gemacht. Also keine einzige Textur wurde irgendeinem anderen Resource Pack entnommen. Falls es irgendeine Textur gäbe, die zufällig gleich aussehen würde wie andere, dann wäre das reiner Zufall. Das ist alles selbst gepixelt und es hat so einen eher retromäßigen Charme, würde ich mal sagen. Sogar die Ärzte hier sind so 3D und es gibt verschiedene Steinvarianten. Wenn ihr seht, die zwei sind zum Beispiel gleich. Die hier hat hier mal so einen dickeren Cube. Dann gibt es noch eine andere, glaube ich, genau, die hat hier so einen dickeren Cube. Mit der Textur bin ich immer noch unzufrieden. Ja, auf jeden Fall, das ist so das, woran ich momentan halt arbeite. Ist eins der Sachen, woran ich arbeite. Da gibt es jetzt halt nicht so viel zu zeigen. Es gibt halt eher ein bisschen mehr davon zu berichten. Geplant wäre das Ganze eine Art Resource Pack, also als ein Resource Pack. Das Ganze würde dann auf einer Website, würde es das Ganze zu downloaden geben. Also es wäre eine extra neue Website, die es eben geben würde. Und ja, diese Website, die würde dieses Resource Pack zur Verfügung haben und ihr seht eben, dass manche Blöcke eben 3D sind. Das Ganze wäre dann ein Add-on. Momentan ist es noch im Hauptpack enthalten. Später würde das jedoch so wie ein Add-on sein, dass ihr einfach über euer Resource Pack drüber zieht. Gleich mit den Items, da würde es dann auch 3D. Vorher waren alle Items 3D modelliert. Das gefiel mir dann nicht mehr so. Mir gefielen dann 2D modellierte Items viel besser. Und deswegen habe ich die Items alle 2D modelliert dann und möchte aber das 3D modellierte nicht verwerfen und das wird es dann auch als Add-on geben. Also ihr könnt dann einfach sagen, ja, wenn ich 3D Blöcke haben will, was ich euch empfehle, weil das ist mein Favorit, dann würde ich die 3D Blöcke reinziehen und 3D Items ist nicht mehr so mein Favorit, das könnt ihr ja dann entscheiden. Ja, prinzipiell, manche Texturen sind halt nicht final, manche gefallen mir halt einfach nicht. Ja, manche brauchen einfach Überarbeitung. Ich finde die Spawn-Eggs relativ lustig. Ich habe einfach nur mal probiert, das ist so mein Gesicht halt. Wird sich vielleicht ändern, oder die Schatzkarte hier sieht cool aus. Das nächste Ding wäre halt, wenn das Resource Pack dann öffentlich für die Java-Edition draußen wäre, wäre das damit nicht getan. Der Plan wäre auch, das Ganze für den Marketplace zu veröffentlichen und ich habe tatsächlich schon mal probiert und das ist jetzt, warum ich eben Desktop offen habe. Ich habe das Ganze schon mal probiert und tatsächlich habe ich schon getestet, ob ich das Ganze ganz leicht auf die Windows 10 Edition übertragen kann und tatsächlich ist es nicht so schwer, also es fehlt schon noch einiges, das ist jetzt schon eine bisschen ältere Version des Resource Packs, aber ihr seht, ich habe hier tatsächlich das Resource Pack drin.
Ich habe hier, die Items sind auch gleich geblieben. Also, ja, nur dass mein Inventar habe ich nicht ganz rausgefunden. Also die Idee wäre, dass es das ganze Resource Pack auch im Minecraft Marketplace, ja, geben würde. Es wäre, glaube ich, generell nicht so schwer, in den Marketplace zu kommen. Also ich bin ja schon dabei, mich für den Marketplace zu bewerben. Ich bin ja schon im Minecraft Dreams Team, von dem her sollte da das nicht allzu schwer sein, da reinzukommen. Allerdings habe ich eine lustige Sache rausgefunden. Die Windows 10 Edition von Minecraft unterstützt keine 3D-Modelle. Das bedeutet, das ist alles nicht 3D. Lustigerweise, durch die Behavior Bags und soweit ich das mitbekommen habe, kann man das auch auf Resource Packs übertragen. Ist es möglich, irgendwie anscheinend Entities 3D zu modellieren. Das bedeutet, wir haben hier in der Version die Möglichkeit, Entities 3D zu modellieren, aber keine Blöcke, und in anderen Blöcke und keine Entities. Ja, es wäre ja zu viel verlangt, beides in beiden Versionen zu haben. Gut, also das ist eigentlich größtenteils alles für den Resource Pack. Es ist halt einiges dafür geplant, und ihr seht, das alleine wäre jetzt schon eine wirklich große Sache. Nur ist das noch nichts von dem, was ich eben vorhabe. Die nächste Sache wäre nämlich das hier. Das muten wir mal. Ihr seht, das Z-Project 3 wurde released. Z-Project 2 nicht. Z-Project 1 auch nicht. Ich wollte das unbedingt released haben, weil wir eben das YouTube-Projekt mit diesem Modpack hier spielen. Und diese Modpacks werde ich persönlich wahrscheinlich nicht mehr spielen. Deswegen möchte ich aber trotzdem noch einmal ein letztes Update machen und eine Modlist. Und das dauert aber auch wieder Ewigkeiten. Da würde ich für das habe ich fast den ganzen Tag geopfert. Und für das würde ich auch wieder ewig brauchen. Das Anstrengende ist nämlich das hier. Ich muss eine komplette Modliste von jedem Mod schreiben, die sich im Modpack befindet. Sobald ein neuer Mod hinzukommt, muss ich das auch hinzufügen. Zum Beispiel hier, Thorncraft ist ja jetzt mit drin. Oder Not Enough IDs habe ich zum Beispiel hinzugefügt. Hier. Das muss ich hier alles hinzufügen und so. Und das muss ich halt für die anderen Modpacks auch noch schreiben. Ja. So, dann haben wir die Hauptwebsite. Hier gibt es auch viel zu verändern. Zum Beispiel Resource Pack. Das hier wäre ja zum Beispiel das alte Edit. Das war mal inspiriert von, ja. Ja, auch ich habe mal Stege geguckt, liebe Leute. Ich gebe es zu, das Resource Pack war davon inspiriert, natürlich. Es war natürlich alles selbst gemacht, aber es war halt einfach davon inspiriert. Ich möchte es aber irgendwie auch nicht runternehmen, weil, ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie, ja, schon toll, aber so, es interessiert mich halt nicht mehr, deswegen würde ich das irgendwie so zum Download bereitstellen, keine Ahnung, hier so ein kleiner Link dazu. Dann coole Typen, ja, hier nicht viel los über mich, auch nicht sonderlich die krasse Information. Hardware stimmt mittlerweile ja auch nicht mehr. Ich habe ja jetzt zum Beispiel Grafikkarte, habe ich ja zum Beispiel eine 1080er jetzt. Das Mainboard hier zum Beispiel führt auf einen amerikanischen Amazon-Link. Das ist schon seit Ewigkeiten in Arbeit und gehört. Also die Hauptwebseite würde auch nochmal um einiges überholt gehören. Zum Beispiel der Edershop, glaube ich, hier ist komplett, steht sogar hier, das sieht nicht mehr normal aus. Hier, das sieht auch kacke aus, also der Shop gehört auch überarbeitet. Ja, dann ist das aber natürlich alles. Dann gibt es jetzt Alien-Tweaks. Das ist etwas Neues, und zwar gibt es jetzt die Alien-Mods-Tweaks. Das Ganze ist auch schon auf meiner Webseite verlinkt. Hier würde ein Trailer hinkommen, gibt es nicht. Alien Tweaks gibt es schon, das sind auch so Resource Packs, die aber für den Vanilla Gebrauch sind, zum Beispiel Crafting Book Tweak, damit das Crafting Book so aussieht für die 1.12. Die Tweaks sind ja alle schon vorhanden, damit bin ich schon zufrieden, die Tweaks sind alle da, gibt es für 1.12, für 1.13, die könnt ihr euch alle holen. Allerdings Alien Mods, Data Packs, ja, coming soon, ne? Das wäre so eine Anzahl von Mods und das ist jetzt quasi das nächste Thema. Ich starte mal auf den neuesten Snapshot, nicht auf den neuesten, einfach mal auf den Snapshot. Oder ist das jetzt tatsächlich schon der neueste? Auf jeden Fall gehen wir mal unter Snapshot, unter Saves und
ja, ist es das? Ich weiß gar nicht mehr, ob das die Welt ist. Ich konvertiere sie jetzt einfach, es ist egal. Das müsste schon funktionieren. Das, aber so. Genau. Video Settings, Resource Packs. Ist das drin? Resource Pack. Ah, da habe ich mal was getestet. Genau, wir brauchen die Elia Mods. Wo sind die? Elia Vanilla Mods, genau. So. Und zwar hier. Das ist die nächste große Sache, an der ich arbeite. Und jetzt ist wieder nichts mehr passiert. Und zwar, ja, Thaumcraft Zero, meine eigene Thaumcraft Mod, welche tatsächlich auch Zauberstäbe hat und hier auch Notes und ein Crafting und tatsächlich auch ein Research-System, welches wir hier sehen. Und tatsächlich auch das den Cauldron und sogar ein Infusion, welches irgendwie kaputt ist, sehe ich gerade. Wieder mal. Ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber ich es würde in der Theorie funktionieren. Hier, 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 sorry, ich bin gerade ein bisschen leise, das weiß ich. Ich müsste das Research schon haben. Seht ihr, ich weiß, ich habe hier jetzt schon wieder Zeit nicht mehr dran gearbeitet. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie man das überhaupt macht. Magic Powder. Was ist das? Oder ist es tatsächlich schon das Bekommen Blöcke? Nein. Okay, dann habe ich wahrscheinlich das Research nicht. Nein. Ich hab das schon. Ja. Ihr seht es, ich weiß nicht mal mehr selbst, wie man es macht, weil es schon eine Weile her ist. Zu sehr gern gezeigt, aber. Das müsste ein Diamond so. Block. Das hat sich nicht von den IDs wieder was geändert, oder? Ach so, warte mal. Kann es sein, dass tatsächlich. Die Main ist tatsächlich nicht gelaufen. So. Also es würde tatsächlich auch eine Infusion geben. Ich weiß gerade nicht, warum das nicht mehr so smooth aussieht. Eigentlich sah das ziemlich smooth aus. Es würde tatsächlich auch eine Infusion geben. Es gibt tatsächlich auch schon
ein Rezept. Das würde ich euch auch gerne zeigen. Okay, so. Also. Eine Diamantpickaxe, glaube ich, war das. Dann war es ein Eisen. Dann war es Obsidian. Dann war es ein Common Block, weil das ist ja das Thaumium Ingot. Und dann war es Manning-Buch. Ist, glaube ich, muss unbedingt ein Manning-Buch sein. Und dann brauchen wir unseren Zauberstab. Das ist der größte. Den müssen wir jetzt kurz mal aufladen. Da würde sich ja auch aufladen, wenn wir hier bei den Notes sind. Ach ja, ich trage die Thaumium-Rüstung. Ja genau, es lädt sich auf, aber wir machen ihn mal ganz voll. Und jetzt rein theoretisch, ist es das richtige Rezept? Genau. Gibt es auch so eine Pickaxe, das ist eine Thaumium-Pickaxe. Mit der können wir. Bin ich ganz stolz drauf. So. Die kann 3x3 abbauen. Ist tatsächlich leichter, es ist tatsächlich ziemlich leicht, sowas zu machen. So eine 3x3 Pickaxe. Es war tatsächlich echt nicht schwer. Vielleicht zeige ich das irgendwann mal. Ja, also Soundcraft Mod, ich habe es gesehen, ich bin wieder konzentriert, weil ich war hier Ewigkeiten auch nicht mehr. Hier haben wir auch den Infernal Furnace. Hier, da, der da, genau der. Hier haben wir auch so ein Thaumium Enchanting. Also es sind viele Sachen geplant. Es ist so ein bisschen Avatar-mäßig, da kommt vielleicht ein extra Mod. Ja, das wäre so das größte Projekt, an dem ich arbeite. Und das sind halt nur so ein paar Bruchteile von den Sachen, an denen ich halt arbeite. Websites, die Thaumcraft-Mod, die Cubecares. Und das ist eben das Problem, warum ich selbst den Druck habe. Die Modpacks, und ich habe jetzt auch wieder mal ein neues Modpack gemacht. Ja, das ist so das Problem. Und zu den Life is Strange Aufnahmen, tatsächlich gibt es die letzten Folgen schon. Nur, ja, gab es einfach Probleme beim, ja, es gab einfach Probleme, sagen wir es einfach wie es ist. Ich bin mit der Mikrofonqualität immer noch nicht ganz zufrieden. Ich würde mir immer noch gerne ein neues Mikro kaufen, aber ich habe momentan, ich kann nicht mir jedes Monat etwas Neues für den Computer kaufen, von dem her. Ja, das mit dem Mikro muss warten, und bei der Life is Strange Aufnahme hat halt einfach das Mikro komplett verkackt, und ich habe es nahezu hingekriegt, dass ich habe schon mal getestet, die Qualität ist jetzt eigentlich, klingt ungefähr so wie jetzt, also eigentlich relativ in Ordnung und annehmbar. Ich muss die Folgen noch hochladen, ich muss sie mal rendern und hochladen, aber es hat, falls jemand bei mir das Let's Play, stimmt, der Wasser hat jetzt so eine andere Farbe, ne? Sorry fürs Ablenken lassen. Das hat mich kurz interessiert. Ja, es ist halt einfach, wie es ist. Also, wenn irgendjemand wirklich bei mir das Let's Play gesehen hat, wirklich auch Farewell zu Ende sehen wollte, dann tut's mir leid. Dann hat das wahrscheinlich wirklich schon eh bei jemand anderes gesehen. Ja. Tut mir leid, aber ich möchte die letzten Folgen auf jeden Fall noch hochladen, falls sich jemand da noch nachträglich angucken will, falls es überhaupt sich jemand ansieht. So, ja, und ich habe bestimmt noch viele Sachen vergessen. Ich habe eigentlich noch viel mehr Sachen vor, als wie das, was ich hier habe. Aber ich wollte das einfach mal, ja, von der Seele reden und einfach mal, einfach mal erklären, wieso. Und ich irgendwie, das Problem ist, dadurch, dass Thaumcraft ja jetzt offiziell für die 1.12 draußen ist, gut, das Ganze ist ja eine 1.13 Mod, aber ich fühle mich jetzt durch das Ganze schon so ein bisschen, ja, überholt quasi. Und obwohl, ich muss halt sagen, meine Version ist halt, gefällt mir schon teilweise besser, denn sie hat halt die Zauberstäbe wieder drin, und das hat ja das Original Thaumcraft nicht mehr. Und bei mir gibt es tatsächlich auch einen Handschuh, das ist der, den hatte ich tatsächlich schon vor, dass ich wusste, dass Thaumcraft einen Handschuh hat. Der gefällt mir echt gut, und der kann dann halt mit Hilfe der Zauberstäbe, kann man damit dann halt Sachen machen. Zum Beispiel, das ist ein Earthglove, der kann zum Beispiel Erde platzieren. Obwohl die Funktionen wahrscheinlich noch geändert werden, das ist nur so testweise. Ja, gibt auch einen Waterglove und so, also das Grüne da drauf könnte dann auch blau sein. Das sind verschiedene Kapseln.
Ja, und er hat Finger. Nicht so wie das Gauntlet von Soundcraft. Er hat tatsächlich Finger. Ja, Leute, gut. Dann, Thermometer gibt's auch. Ja, hier gibt's auch ein Taint-System. Dann, Leute, würde ich sagen, ja, das waren jetzt ein paar Sachen, die er ansprechen wollte. Nichts gekattet, glaube ich. Ja, wir sehen uns hoffentlich wieder bei The Zero Project oder bei Life is Strange oder bei sogar etwas anderem. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen und ciao.